ist schon. So, haben sie alles mitgenommen, oder? Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. Ich glaube, ich muss dir doch mal ein bisschen das Fluchen unterbinden. Ich komme sofort. Ich will gerade noch mal gucken. Zeitschrift Nativon eigentlich auch schon mal angeguckt. The guy who came here sure Ach had ja, time to stimmt ja. kill. Aber das sagt jetzt überall das Gleiche, oder? We're so lucky this thing is still working. Wouldn't Ja. have lasted long without heat. Okay, haben wir die Ravioli? Hammer. Was denn los, mein Mushroom wants Junge? to go out. Don't you hear? Yeah, sorry. Move. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. Ja, da muss halt was Fucking da bullshit. lassen. Kein Fluchen mehr. Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on. Chill out. What did you pack in? What the f Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Was haben wir denn alles? Awesome. Ach, er packt alles Thanks, ein, Sean. oder? Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Oh. Still peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Hoffentlich ist da jetzt nichts passiert, ey. Dann füllen wir mal lieber schnell das Wasser auf. Wasser haben wir hier. Feldflaschen. Jetzt noch irgendwas? Feldflaschen einpacken. Oh, wir haben einen Haufen neue Sachen. Okay. Okay. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ravioli. Das ist alles an Essen, was wir für den Weg nach Beaver Creek übrig haben. Das wird eindeutig nicht reichen. Ach, das ist das Buch jetzt, oder? Habe ich in einer der Schlafzimmer gefunden. Jetzt habe ich endlich Zeit zu lesen. Wie steckt das in... Ach, hier die von dem Spiel, ne? Alle Spiele sind echt cool. Von denen... und denen geht die Batterie aus. Genau, Decke, Schlafsack, okay. Was haben wir jetzt hier? Ach, um Gottes Willen. Noch mehr Inventar. Noch eine Ravioli. Plane? Ah, okay. Was ist das denn? Weltalltaucher. Das ist das Ding. Das ist das Tablet, die gruselige Puppe und ein Spielzeug. Und ein riesiger Fortschritt heute. Einen sich bewegenden Schneeball aufgehalten. Schwer plus schweren Stein. Danny geht es schlechter. Noch kein Fieber, aber wir haben kein Essen übrig. Morgen geht's nach Beaver Creek. Ich glaube, wir haben alles, ne? Nur noch 4 Dollar und mehr. So. Okay. All done. Where the hell is he? Wo ist denn das? Oh, dieser Junge. Nach Daniel suchen. Daniel! Daniel! Hey, you out here? Oh, Kind, bitte nicht. Daniel! Where is he? Hinterlassen wir eigentlich auch Fußspuren? Irgendwie schon, ne? Ja.
ist das denn? We have a 2-day walk ahead of us. Better get going. Ey, wenn dieser Junge... Was, Daniel ist nicht in Sichtweise. Rufe ihn, indem du L1 und X gedrückt hältst. Daniel? Where are you? Ah, dieses Kind. Blut? Wow, was? What the fuck happened here? Ich will dahin. That's not good. Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, dieser Junge. Dude, what are you doing? Daniel? Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, no. Daniel, do not move. It killed her! Okay. She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! Vortreten, nicht eingreifen. Ich hoffe, das war jetzt gut. No! Oh Gott. Oh. Scheiße. What? Fuck. Oh Gott, da hätte sich noch verabschieden können. I'm so sorry. It just wouldn't have changed anything to kill it. Ach, da hätte dann den Leopard getötet. I'm right here. Oh no. It's all right. Ach schei, ach nee, ach ach man. Klar, einerseits ist blöd, der konnte sich jetzt nicht verabschieden. Ich habe aber Angst, wenn ich das zulasse, dass das in dem Jungen bewirkt getreute Motto, dass er das dann mit allen machen kann. Das ist... Ja, ach, ach Mensch. Ich hatte jetzt echt Angst, dass dann mal später in den Folgen, dass das echt so ist, dass da der dann hier einfach aus, keine Ahnung, ohne Gewissen, da einfach auch irgendwelche Tiere und Menschen verletzt. Das ist... Oder... That's it. It's pointless. Es ist überhaupt nicht sinnlos. Can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With Dad? Yeah. Yeah. I'm sure he will look after her. Oh, da kommen jetzt gerade selber die Tränen. Das ist... What about his allergies? Don't worry, Anna.
There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Okay. Ach, das finde ich jetzt echt schade. Aber ich hoffe, in jeder Folge stirbt nicht irgendwie uns da jemand weg. Das... Ach, nee. Für dich, ich finde es echt blöd. I like having a house again. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways that stay here. I put both you in charge of the house mushroom. So long, my dudes. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch so ein Vieh. Ja. Ein Berglöwe. Wie schön. Oh Gott. Ich hatte in der ersten Folge gerade die Angst vor Wölfen. Jetzt, der Junge hat seinen Rucksack, oder? Ja. Beaver Creek. Oh, sie haben es geschafft. Aber wenn der
kleine, aber noch nie die Großeltern gesehen hat. Da muss ja die Mutter verschwunden sein, kurz nach... Als er noch ganz, ganz... Ja, wo er noch ganz klein war. Und dann kein Kontakt mehr so wirklich. Jetzt bin ich echt gespannt. We made it, Daniel. Reynolds. It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. Okay. Wie alt ist der Junge? 9, ne? Ui. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Dann. What if they went on vacation? Or something? We'll figure out something. I'm sorry, we don't want any of... Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that... Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. Mm-hmm. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well... It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Hmm. Hey, is it warm enough for you? Oh, yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Ich hoffe, sie verurteilt uns jetzt nicht. Oh, shit. I'm so hungry, my belly hurts. What are we going to do? Fuck. Did I make a mistake coming here? Das war die beste Option, die du hattest. Finally. I just hope they lied. Remember that. I think it used to feel so awkward to be here. Sonst noch was anzugucken? Nee, kann ich die... A police officer was killed, Claire, you know? Our grandchildren are wanted. Kann ich irgendwas machen? I know. What if Sean is guilty? Sleeping in our home. Next to us. Let's just ask him. Mal grad hier gucken. Was ist denn neu? Ach hier, Getränkeflasche. Ja. Hm. Ja, das tut mir so leid mit dem Hund. Hm.
Danny, achso, das war das. Verdammt! Tut mir leid, Welpe. Oh. Brennend kalt. Ich musste Danny über 3 Kilometer weit tragen. Niemand hat angehalten, um uns zu helfen. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Ich glaube, der wird nach dem Ganzen definitiv eine andere Sicht auf sein Leben haben. So, wo sind wir denn? Das Haus der Reynolds. 3.2. Und da war das 7.11. Ach, warum bis 2. Okay. 3.12. Da unten sind sie jetzt, okay. Kann ich irgendwie aufstehen? Oh je, jetzt kommt's. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Ich weiß nicht, ernsthaft. Ich weiß I don't nicht. Know. I swear I don't. Too much du happened so and I'm trying to figure it out, but genau. All I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? Keine Wahl, ich bin ausgeflippt, um Daniel zu beschützen. I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Go down to Mexico, to Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean. You can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Keine Angst. Seriously? That's really nice, Stephen. Thank you. Okay. But we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. And nosy. We can stay?
Serious? Awesome! Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. Okay. So, I bet you're hungry. Dass er vielleicht eine Gabe hat? Weil ich frage mich echt, warum die Mutter abgehauen ist.